Ja, moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Es geht weiter bei Villagers. Nochmal die Erinnerung ans Gewinnspiel. Es gibt 5 Keys zu gewinnen. Was müsst ihr machen? Einfach auf den Link Gewinnspiel gehen in der Videobeschreibung. Dort bei Part 1 einen Daumen hoch und einen Kommentar hinterlassen. Und unter allen Kommentaren werden durch Zufallsprinzip 5 Leute ausgewählt. Und jeder bekommt einen Key für dieses Spiel. Für Steam, das Ende des Monats rauskommt. So, ja, wir sind aus den Bergen hierher gekommen, haben uns hier niedergelassen, den Wald gerodet, sind gerade dabei, hier einen zweiten Steinbruch zu bauen. So, und ein Händler, das ist doch schon mal gut. Wo haben wir hier unseren Stand? Da haben wir unseren Stand. So, erstmal bezahlen. So, zack. Steine, ne? Steine können wir gerade alle gut gebrauchen, ne? Ein Bau wurde vollendet. Für ein bisschen Futter. So, das dürfte der zweite Steinbau gewesen sein. Da kommt dann noch ein Steinmetz hin. So, machen wir mal 2, 3, 4, 5. Mein Gott. Machen wir mal 2. Ach komm, wir haben ja jetzt schon 2. Wir wollen ja nicht übertreiben, ne? So, wir brauchen nämlich hier auf jeden Fall gleich, ich würde sagen, 2 Minenarbeiter. So, und ich glaube, wir bauen nochmal ein Häuschen, oder? 1. Und eine Schule, ja? Wenn ich mir den Typen da die ganze Zeit am Säuseln anhöre, dann sollten die vielleicht auch noch eine Schule bauen. Clara segnet ein Haus. Wir haben noch gar keinen Priester. Warum ist sie denn hier eingeteilt? Ach so, haben wir doch. Entschuldigung. Ja, ob das was bringt, ich weiß es nicht. Kirche. Oh Gott, das ist teuer. So, jetzt können wir auf jeden Fall erst einmal eine Mine bauen. Damit wir dann Eisen fördern können, natürlich. Um hier die ersten Häuser auszubauen. Drei Tage bis zur Geburt. So, sehr durstig. Hier hat sie was getrunken. Gesättigt, gesättigt. So, da ist die Frage, ne? Wie geht's den Leuten? Eine Taste für einen Überblick wäre nicht schlecht, ne? Aber denen geht's eigentlich allen ganz gut. Gottesdienst. Hält sie von der Arbeit ab. So, Mechthild. Die Jägerin ist auch schwanger. Das kam auch bisher noch viel zu kurz, ne? Das mit Zuwachs von der Population. Weil das geht halt wirklich nur so über Kinder kriegen. Und dafür müssen die erstmal gampig werden, ne? So, aber mich interessiert, wie groß ein zweites Haus ist. Dorothea ist eine Anglerin. Eine Fischerin. Hafen. Ja, also was Essen angeht, sind wir safe. Was Trinken angeht, sind wir safe. Was Holz angeht, sind wir eigentlich auch erstmal safe. Jetzt heißt es halt wirklich hier, die Ressourcen hierher schaffen. Mein Bau wurde vollendet. So, jetzt ist auch das Haus hier fertig. Dann kann man sich hier komplett auf das Dingens hier konzentrieren. Auf die Eisenmine. So, die Steinmetze sind fleißig. So, Gewitter. Ein Kind wurde geboren. Ah.
Juhu. Clara gebar gerade ein Kind, Tassilo. Mhm. Das wird sich bedanken, wenn es die Schöne und das Biest guckt. So, fleißig angeln, ne? So, und dann wird der Fisch da hingehängt. Also, man denkt sich, man stellt sich sowas ja immer richtig schön vor, ne? So ein Leben im Mittelalter. Einer ist ein Fischer, der andere ein Steinmetz und so. Aber Leute, guckt Game of Thrones, ne? Dann habt ihr ungefähr eine Idee, was da abgeht. Also, ich bin froh, in dieser Welt zu leben, auch wenn ich Mittelalter total gerne mag, weil das einfach alles so natürlich irgendwie noch ist. Naturverbunden. Aber ich glaube, der Spaß ist da auch vorbei. Keine Polizei. Jeder macht, was er will. Menschenleben ist nichts wert. Krankheiten. Betäubung gibt es nicht. Wenn du mal zum Zahnarzt musst, da hört der Spaß dann immer auf, ne? So, zwei Aufgäbelchen, ne? Sägemühle errichten und Wohnhaus erweitern. Die Sägemühle. Also das dauert. Ja, okay. Es geht schon voran, aber. Ja, die Sägemühle kostet 45 Holz. Heilige Scheiße. Also. Da müssen wir schon auch noch ein bisschen was wegnehmen. Ich gehe mal auf zehnfach, ne? Weil das ein ist Kind wurde geboren. Gerade so ein bisschen. So, Mechthild hat Julia. Julia und Tassilo. Ja, eigentlich wäre hier ein Lagerarbeiter. Ach, da haben wir sogar einen. Ne, haben wir nicht. So, dann brauchen wir den hier nicht. Die können nämlich immer zwei Sachen tragen. Und dann kann man das von hier besser verteilen. So, drei Steinchen noch, Leute. Das schafft ihr. Komm schon, drei Steine. Eins, zwei, drei. So, und jetzt zwei Minenarbeiter. Machen wir drei. Und jetzt geht's nämlich erst so richtig los. Tja, erst das Haus oder erst die Sägemühle? Was schlagt ihr vor? Ich glaube, die Sägemühle macht am meisten Sinn, ein ne? Ein Händler besucht dein Dorf. So, Herr Händler. Dann wollen wir uns mal angucken, was er für Waren hat. Das können wir alles super selber gebrauchen, ne? Also. Und Eisen kriegen wir ja jetzt, also eigentlich kann er wieder gehen. Nichts von Interesse dabei. So, nehmen wir mal. Ja. Verdoppelt die Holzmenge. Das ist schon nicht unwichtig. Dann würde ich sagen. Zack. Bauen wir das Ding. Oh. Alle sind beschäftigt. So, Steine haben wir eigentlich auch erstmal genug. So, womit sind sie denn alle beschäftigt? Ein Angler, das ist ja nicht unwichtig. Priester, komm, brauchen wir gerade mal nicht. Lagerarbeiter brauchen wir erstmal auch nicht. So. Wir wollen hier die Sägemühle bauen, damit wir alles Holz, was wir bekommen, verdoppeln. Der Ertrag. Oh, schon wieder in der Nähe von dem Typen. So, hier, den können wir eigentlich auch erstmal pausieren. Brauchen wir jetzt auch nicht. Das
So, zwei Minenarbeiter, das ist schon okay. Und jetzt brauchen wir halt viele, die das hin und her tragen, ne? 44. So, also es geht alles seinen Gang. Ich mach mal auf 10-fach, bis die das hier alles rübergebracht haben. Oh, dauert ja ewig. Ja, das Holz. Ach, das Holz lagert hier. Ja, ein Teil noch. So, und dann haben wir eine Sägemühle. So, nicht mehr lang. Nur noch 6 Holz und oh Gott, 10 Erz. So Leute, bringt mal das Erz rüber. So, da holen sie es ab, diese Steinchen da. Und dann bringen sie das hier rüber. Und gleich haben wir es dann geschafft. Und dann das Haus ausbauen. Ja, können wir auch gleich direkt machen. Ein Bau wurde vollendet. So, sieht das ganze Ding hier aus. Ist ja jetzt nicht so super spannend, aber was soll's. So, und das Haus können wir auch direkt ausbauen. Zack, zack. Toll. Gerade zu spät, oder was? So, nochmal. Jetzt. Und dann bin ich mal gespannt, was wir dann als nächste Aufgabe bekommen. Ob wir denn hiermit schon durch sind? Erzeugt Holzbretter aus Stämmen und verdoppelt damit die Holzmenge. Ja, sieht alles sehr gut aus. Also hier können wir jetzt mal weniger. Ich könnte jetzt auch noch ein anderes Haus ausbauen. Dann hätten wir wahrscheinlich sogar genug Platz für alle Dorfbewohner. Da müsste niemand mehr unter freiem Himmel schlafen. Das hätten wir ja noch nie geschafft. Aber ich warte erstmal ab. Ein Kind wurde geboren. Jakob. Auch ein halbwegs normaler Name. Tassilo. So, 1, 2, 3, 4. Wurde vollendet. So, und so sehen die großen Häuser aus. Ah, 2 Giebel. So, schauten sich die Siedler in ihrem vorübergehenden Zuhause um. Ewald untersuchte die Häuser auf Schäden. Er machte eine sonderbare Entdeckung. Oh, was passiert jetzt? Leranius! Hast du auch diesen roten Rückstand auf Tür und Wänden gesehen, der an manchen Häusern zu finden ist? Ich kann mir keinen Reim drauf machen, was das sein könnte. Hm, Gottlob kein Blut. Es wirkt vielmehr wie Farbe, etwaig aus Überbleibsel einer Dekoration. Nun, welchen Zweck es auch diente. Es kann mit etwas Strapaze abgewaschen werden. Entledigen wir uns von diesen Flecken und lassen die Häuser wieder strahlen. Wiederaufbau und Ruinen liegen dicht beieinander. Sehr hoffe ich, dass Leranius und ihr Gefolge durch die Behebung der einst verlassenen Häuser auf hellere Gedanken kamen. So trat es auch ein. Schnell entstand der Eindruck, sie würden nicht die Behausungen Fremder reparieren, sondern ihre eigenen. Es hatte die Wirkung von heilenden Bandagen.
um ihre zerrüttete Seelen. Sie ließen hinter sich, was wortwörtlich hinter ihnen, über der Bergkette hinweg lag. Der Krieg rückte in den Hintergrund. Wie sagt man so schön? Wer nicht im Sommer sammelt ein, der wird im Winter dürftig sein. Bestimmt schläfst du nachts mit einem Buch voller Sprichwörter unter dem Kopfkissen ein, Ursel. Ha, 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 ha. Kennst du dieses wunderbare Gefühl, Jacqueline, wenn man in der Luft schmecken kann, dass die Jahreszeit des Wachstums, des Erwachens gekommen ist? Was, ich? Ein so verkorkster Stubenhocker wie ich vernimmt von derlei kostbaren Momenten lediglich schemenhafte Bruchstücke, die durch den Fensterspalt hereingeweht kommen. Du lüftest tatsächlich deine Stube? Bei meinem letzten Besuch hat es gerochen wie im Löwenkäfig. Was? Unerhört. Aber wie dem auch sei. Hon wusste auf jeden Fall, wovon du da sprichst. Leranius, kannst du auch riechen? Das auch riechen? Diese herrliche Luft verrät mir, dass wir alsbald mit der Saat beginnen sollten. Lass mich endlich einen Bauernhof errichten. Sonst verpassen wir womöglich noch die beste Gelegenheit für eine üppige Ernte. Ich möchte dich nicht länger auf die Folter spannen, mein treuer Hon. Lass uns umgehend mit der Planung beginnen. Aber nur, wenn du auch Mais anlegst. Ich habe schon fast vergessen, wie er schmeckt. Mais? Eine famose Idee. Ich tue mein Bestes. Mais! Ein neuer Auftrag. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Stimmung sich in den letzten Tagen deutlich angehoben hat. Wie kann ich sie auf dieser Höhe halten? Zum ersten Mal auf unserer gemeinsamen Reise ergibt es endlich die ideale Gelegenheit für einen Vorschlag, der mir sehr am Herzen liegt. Wir sollten eine Taverne errichten. Ein Ort der fröhlichen Zusammenkunft mit Speis und Trank. Mit guter Laune und leichten Mädchen. Macht selbst harte Arbeit. Ebenso werden es dir Wanderer auf Durchreise mehr als danken. Ein neuer Auftrag. Ja, ja. Bauernhof. Und wo ist die Taverne? Also, ein Bauernhof. Ein Bauernhof. Den machen wir nächste Folge dann, ne? Also Leute, kurzes Päuschen. Macht es gut. Wir sehen uns wieder. Und ich dachte, es wäre hier vorbei gewesen. Aber denkste, nächste Folge geht's weiter. Dann bauen wir Taverne und Bauernhof. Die Taverne, boah, 50 Holz. Und der Bauernhof, boah, ist das nicht ganz günstig, aber wir sind auf einem guten Weg. Also macht es gut, nächste Folge geht's hier weiter. Bis dann, tschüss.